Okay, wir sind hier wieder auf dem Gebiet, in der zweiten Welt, die ich hoffentlich heute zu Ende bekomme. Okay, wir kommen zurück. Während unsere weißen Pikmin die Brücke einruppen, werden wir ein paar Leichen machen. Okay, die Brücke ist fertig gebaut. Aber der Typ hier ist noch nicht tot. So, jetzt ist er tot. Alles klar. Den haben wir es aber gegeben. So. Ach nee, wartet mal, genau. Louis bleibt mal hier stehen, weil ich habe, weil irgendwo hier oben auf der Oberwelt muss ja noch ein Schatz sein. Und ich denke mal, der ist da oben. Und da ist auch noch eine Höhle. Und wenn ich jetzt den Schatz einsammle, dann bleibt Louis gleich da stehen, schart die Pikmin um sich und kommt zu uns gelaufen, damit wir gemeinsam in die Höhle kommen. Mal gucken, ob das da hinhaut. Ich glaube es ja nicht wirklich, aber irgendwie muss das klappen. So, die Pikmin waren jetzt nicht so schlau, damit sie die Giftdrüsen da mal kaputt machen. Muss ich also auch nochmal separat Anweisungen geben. Toll. So, bitte verteilen, aber nicht in den Tod. Danke. So, mach das mal kaputt hier. Kaputt. Knacks, knacks, knacks. Scheiß Gift. So, okay. Okay. So, ich höre den Schatz hier wohl ganz in der Nähe. Wartet mal. Das Feld hier ist ganz schön groß. Ich habe irgendwie Angst. Okay, da ist nur ein Gegner getarnt als fiese Pflanze. So, kommt hier irgendwas gleich aus dem Boden geschossen. Oh, ein goldener Käfer. Okay, das ist natürlich was ganz anderes. Verdammt. Hat er jetzt einen Schatz? Nee, glaub nicht. Nein, er verkriegt sich. Ah! Ah! Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Hab ich doch gewusst, da ist irgendeiner, der sich versteckt. Scheiß Vieh. Okay, Mann. So ein Vieh haben wir schon mal besiegt. Also wird das auch kein Problem. Komm raus, Mann. Komm raus, du kleines. Ich weiß nicht, was du bist, Alter. Ein komischer Schlangenhybrid-Vogel-Mensch. Komm, Leute, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Keine Müdigkeit fortschützen. Da ist die Sau wieder, da ist er. Und ruff auf ihn, ruff, 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 ruff. Ja, er hat sie zwar im Mund, aber er kann sie nicht auffressen. Und down. Oh ja, das ist schön. Schön wieder was. Okay, hier ist die Höhle. Da ist also die letzte Höhle. Okay. Erstaunlich, meine akustischen Sensoren empfangen ein hochfrequentes Geheul. Es scheint von dem Gebiet nahe dieses gigantischen... dieses große Wurzelmotiv unter der Oberfläche des Planeten vordringen. Oh nein. Faszinierend. Echt faszinierend. Oh nein. Naja. So. Aufruppen. So, wo ist jetzt hier ein Schatz? Mal den Messungen hier folgen. Ne, da ist ein Gegner. Da ist eine Pflanze. Wo ist denn der Schatz jetzt? Wo ist denn der? Er sagt nicht. Oh, da oben. Da oben ist der Schatz. Ja. Da oben. Toll. Was ist denn das? Es ist ein Federball. Cool, ein Badminton. Hm, wie krieg ich denn den jetzt? Okay, ich vermute mal. Ich müsste da irgendwie jetzt. Ach. Ich vermute mal, ich müsste da jetzt irgendwie. Scheiße, ich brauche Louis. Louis, der. Oh, Louis, du bist ein Trottel. Gut. Hat nicht ganz so hingehauen, wie ich es mir gedacht habe, aber ist egal. Lauf mal noch ein bisschen. Mach noch ein bisschen Frühsport. Am idealsten wäre jetzt, ich sammle den Federballschläger da ein. Den Federballball ein. Und ja. Und komme dann ans Ziel. Ist aber irgendwie. Irgendwie. Verdammt. Verdammter Mist. Habe ich überhaupt genug? Warte mal, kann ich. Ich würde das schaffen, die da aufzuwerfen? Nee. Oh. Oder? Nee, aber vielleicht die gelben. Vielleicht schafft er jetzt die gelben darauf zu werfen, weil die weit fliegen können. Okay, wartet mal. Testwurf. Du bist jetzt hier mal mein Testtypi. Nein, warum ich? Trap. Und tot. Verdammt. Du schaffst es, er schafft es nicht. Er kommt da gar nicht mehr hoch. Oh, dann brauche ich da echt blaue. Da kommt auch keiner ruf, kann alles vergessen. Ja, okay, ich brauche blaue. Hm. Aber hier müssen auch blaue draufstehen. Verdammt. Okay, also blauen Vorrat aufstocken, Leute. Oh, halt. Wartet mal, ihr tratet doch jetzt bestimmt. Ihr tragt es eindeutig zur Pflanze. Mm. Mann, das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Alles läuft hier verquer. Ich brauche blaue Pikmin. Okay. Okay, Höhle ist freigelegt. Super gemacht, Jungs. Jetzt machen wir erstmal die Fieder oben kalt. So. Mann, Leute, lass doch mal den Scheiß hier liegen, Mann. Liegen lassen, nicht anfassen. Nicht anfassen. So. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Checkt ihr es? So.
Okay. Nu kommer jeg til, du monster. Monster. Der er sat. Aua. Eva, wie hat er das gemacht? Oh, du verdammte Sau. Und er schmeißt sie einfach von sich. Wir kommen jetzt hier, beiß mal, knackst daneben. Und ruf auf den Fetten. Wir wresteln mit. Oh, wie weit er die wegballert, Alter. Ey, wieso frisst du ihn einfach auf? Hey, der frisst einfach Pikmin auf. Voll fies und... Okay. Eine echt seltsame Lebensform, ey. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Okay. So, jetzt einsammeln. Die blauen. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann bitte den Kopf hier noch. Ja, okay, das kriegen wir auch noch hin. So. Okay, dann gleich die gelben. Das gelbe Zeug hier mit einsammeln. So, oh Mann, ey, das kann jetzt dauern. Schade, 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 schade. Und ich habe echt gedacht, ich schaffe das irgendwie, weil der Tag geht jetzt so schnell wieder zu Ende. Ah, schade. Naja, ist egal. Ach, ist doch nicht wirklich schlimm jetzt. Hier, du Vieh hier, down. So, drinking. Drinking! So, jetzt habe ich ganz viele blaue wieder zurückgerufen, toll. 1, 2, 3. Okay. Ja, scheiße. Hm. Ja, der Weg ist auf jeden Fall jetzt dahin frei. Der Gegenstand, weiß ich auch, wie ich den bekomme. Dafür brauche ich mehr blaue. Gut, kann ich mit leben. Okay, dann machen wir es halt jetzt gleich. Nächsten Tag. Wir haben ja alle Zeit der Welt. So, und bam, bam, bam. Bam, bam, Bigelow. Und noch mehr Beute für die blauen. Ey, für die blauen. Oh, noch mehr Beute für die blauen. Hopp. So. Gut, und die Anzahl steigt. Anzahl steigt. Gut, warum sind die jetzt hier? Oh, sind echt, ach, stimmt, da sind ja welche ertrunken und gestorben und gefressen worden und. So. Ach, von euch leben noch alle? So, super. Okay, dann jetzt mit dem blauen, der wichtigste, den Oberfetten hier einsammeln. So. Kommt nachher, kommt nach vorne. Blau, 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 blau. Alles klar. Blau, blau, blau sind alle meine Kleider. So, so und so. Okay, das muss noch mit. Das muss mit. Beefy muss mit. Nee, der Fette da muss mit. So, hopp. So. Okay, und dann ruppt immer noch ein bisschen hier an dem Gras rum. Für eine schöne Nektardusche für alle. Und dann kann ich am nächsten Tag komplett obermega durchstarten. Wie viel Blau habe ich denn schon? Ah ja, gut. Das reicht dicke. Naja, dicke? Hm. Es reicht. Es reicht. So. Boah, wie viel gibt's denn da von dem Zeug? Oberkrass. Noch mehr? Nee. So. Okay. Oh, wann ist der Tag bald vorbei, ey? Ist das doof. Töten! Ey, alle voller Viecher. Die sind doch immer wieder da. Diese scheiß dummen Dinger vermehren sich total. Oh, und hier haben wir wieder so ein Ding hier, was unsere schönen Pflanzen zerstört hat. Voll gemein. Boah. Alle Ruffballern da. Bam. Bams. Bams, bams. Und es wächst, es schrumpft ein. Dann sammelt noch ein paar Beeren. Bis der Tag vorbei ist, wo ich ja Aufputschmittel ziemlich viel habe. Also müssen die erst wachsen. Naja. So, inzwischen lasst uns einfach mal duschen. So. Alle 100 bei mir und duschen! Nektar saufen. So, und wieder Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ja, ja. Schon klar, ich hab's vermasselt. Ah, so ein Mist. Okay, wartet mal kurz. So. Olimar, du wartest hier. Und ich gehe jetzt wenigstens noch ganz schnell gucken, wenn ich schaffe. Ganz schnell gucken, vorausgucken, was ich denn für Pikmin brauche in der Höhle. Wo bin ich denn jetzt hier? Wo bin ich denn hier? Ich hab mich verlaufen. Nein, so. Das schaffe ich noch. Ganz schnell gucken. Welche Gefahren in der Höhle auf mich lauern. Damit ich weiß, wie ich mich vorbereiten muss. Am nächsten Day. Und die Pikmin stehen alle hoffentlich in Sicherheit. Weil sie alle in der Nähe der Basis stehen. Oh, das wird aber knapp. Das wird knapp. So, ich gehe jetzt mit einem Pikmin da rein. Yay! Nein. Gefahren, Wasser, Strom und Gift. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Weißt du Bescheid?
Wasser, Strom und Gift. Ich werde trotzdem ein paar Feuerviecher mitnehmen, weil die gut im Angriff sind. Ja, so ist das. Okay. Schade. Der Tag verlief anders, als ich dachte. Aber ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Die Zeit vergeht viel schneller. Das ist voll fies. Miau. Ach nein, das Spiel macht trotzdem Spaß. Das ist schön. Und ist besser als der erste Teil, finde ich. Doch, finde ich wirklich. Wie viel Geld haben wir heute gemacht? Nix. Was für ein unproduktiver Tag. Boah. Aber alle unsere Pikmin sind gestiegen, die wir benutzt haben. Außer die weißen. Hallo, ich verstecke mich noch immer. Bin gerade unter einer Brücke. Aber wenn sie mich kriegen, weiß ich nicht, was sie mit mir mal anstellen würden. Bist du unter einer Brücke? Wie kannst du denn mit deinem Laptop irgendwie... Nein, egal. So, dann würde ich jetzt sagen, gleich nochmal dahin. Das ist dann nämlich der letzte Gegenstand und die letzte Höhle. Und dann ist dieses Gebiet komplett erforscht. Na klar, gleich nochmal ruf da. Ist ja gerade bei Tag 8. Wald des Erwachens. Again. Miau. Okay, was brauche ich? Rote für den Angriff. Sagen wir mal 20. 20. So. 20 rote Pikmin für den Angriff. Dann... Hoppala. Dann... Sagen wir mal 30, weil in der Höhle Elektro-Gefahr ist. 30 von denen. Okay, dann 30 blaue. Einfach mal so. Okay. So. Dann war es dann dem Ding noch giftig. Also einfach mal. Sagen wir mal 10 so, ne? Und dieses Mal der Rest fette. Moment. Ja. So, okay. Das ist doch meine Truppe, oder? Okay, let's go. Was so? Was habt ihr denn jetzt da gemacht? Okay, ihr habt euch wieder selbstständig gemacht. Schön, was soll das? So, okay, also. Louis, du wartest hier. Ja. Louis, du wartest hier, wenn ich mit dem Blauen den ersten Schatz hole. Und dann kommst du nach. Du Trottel. Alles klar. Let's go! Das wird super, Leute. Diesmal schaffe ich's. Ich mache 15 darauf und 15 darauf. Und dann müsste die Waage so extrem cool sein, dass ich da auch raufkomme. Gegner dürften hier auch keine mehr sein, weil ich die alle im letzten Part, am letzten Tag so vertrieben habe. Die trauen sich dir 100% ähnlich. So, okay. Hoffentlich brauche ich aber echt keine gelben für. So, Moment. So, ups. Schon zu viele. Noch! Zu viele! Ihr seid zu viele. So, ja, das ist erstmal gut. Mit mir zusammen sind sie dann 14. Also knall ich hier mal 15 rauf. Ne, 16 müssen hier rauf. So. Und irgendwie, ja. Okay, jetzt sind da 17 drauf. Schön. Das ist. Ne, warte mal. Hä? Ach so, Quatsch. Ach man, ich brauch doch. Oh, Mann! Wie konnte ich denn das jetzt wieder vergessen? Ich brauche doch Louis. Louis muss doch mit. Ah, oh, nee, ey. Wo war ich jetzt mit meinen Gedanken? Egal. Und ich sag nur zu ihm, du wartest hier, du Trottel. Jetzt brauche ich ihn. Ist das schlimm? Ist das schlimm? So, also nochmal runter. So. Alle hier raufstellen. Halt. So, raufstellen. Und raufballern. So, geht schon, geht schon. So, 3 habe ich noch, für den Fall, dass hier noch mehr gebraucht werden. Ich würde aber gerne wissen. Okay, 15. 15 braucht man bloß. Und wie viel haben wir? Okay, Louis, gib mir noch ein paar mehr. So. Ja, damit. Und ruf da! Ach, Gott sei Dank. So, okay. Damit haben wir den letzten Schatz von der Oberwelt. Das müsste ja eigentlich sein. So, die Pikmin tragen das auf sicherem Wege dann zurück. Super. Schön. Gucken, ob aber wirklich die Anzeige ausgeht. Ein Federballschläger. Nicht zu fassen. Ja, Freunde, super. Dann können wir im nächsten Part also in die Höhle reingehen. Und die wird bestimmt scheiße. Das ist bestimmt die letzte Höhle hier und oh Mann, ich will mir gar nicht ausmalen, was da auf uns lauert. Aber das erfahrt ihr alles beim nächsten Mal. Ciao!